So, hallo, wir machen weiter. Bei Things, letztes Mal hatten wir dieses Secret, glaube ich, gefunden, ne? Genau. Nee, doch, genau. Wir haben hier den Secret Exit gemacht und dann das Secret gefunden, was mit dem Secret Exit nichts zu tun hat, aber mit den Monden. Ich muss dazu noch was sagen. Da hieß es ja, man kann sich auf einem Discord-Server anmelden. Ich habe jetzt dann diesen Discord-Server sozusagen da die Anmeldung und so weiter gemacht. Da gibt es jetzt noch ein Passwort, über das man auf diesen Server erst reinkommt. Ich habe keine Ahnung, wie man dieses Passwort rausfinden soll. Vielleicht wäre das auch in den QR-Codes gewesen. Vielleicht würde das in dem Kommentar von so einem Video stecken, was da verlinkt war. Keine Ahnung. Ich bin jedenfalls da nicht weitergekommen. Ist dann aber auch nicht so dramatisch. Es scheint aber einfach der Server von Sweet Dude zu sein, weil der ist dort Administrator. So, also keine Ahnung. Ich weiß nicht, was es mit diesem Discord-Server auf sich hat. Der heißt einfach Secret Server. Einige Leute sind da Administrator, dann ist da dieses Insert-Passwort-Bot-Ding, da muss man das Passwort einfügen. Was dann kommt, wenn man das hat, keine Ahnung. Egal, wollte ich nur kurz mitteilen, dass das noch so als Ergänzung zu dem Secret ist. Ja, dann gehen wir jetzt wieder in Dissension rein und versuchen das jetzt mal richtig zu lösen. Den Anfang haben wir ja schon gesehen. Und ja, ich versuche nach wie vor ohne Safe States zu spielen. Die ersten Stimmen des Unmuts sind jetzt schon erklungen, dass ich doch bitte wieder Safe States nutzen möge. Aber noch versuche ich normal zu spielen und ja. Also, wie gesagt, solange ihr die Geduld habt, schaffe ich das auch. Wenn ihr anfangt, ungeduldig zu werden, dann werde ich auch nervöser. Und dann werde ich halt irgendwann eher wieder motiviert, zu Safe States zu greifen. Ich versuche aber wirklich, hier mal ordentlich zu spielen. Weil, ja, ist halt so. Also, wer das nicht mag, darf natürlich immer zum letzten Versuch skippen, weil der letzte Versuch ist dann ja offensichtlich der, der funktioniert hat. Kann halt am Ende des Videos sein, dann ist halt das Video so 2 Minuten lang. Kann natürlich passieren. Gut. Aber ich will, wie gesagt, ordentlich spielen und wir gucken mal, wie lange ich das durchziehe. Ja? So. Weil sonst wurde ich ja immer dafür kritisiert, dass ich Safe States nutze. Ne? Das ist, es gibt halt, man kann es halt nie jedem recht machen. Das ist halt der Punkt. Selbst ein so kleiner YouTuber wie ich, selbst ein so kleiner, was heißt YouTuber? Ich bin kein YouTuber, ich lade einfach Videos hoch. Selbst ein so kleiner Kanal wie ich ihn habe, selbst da ist es schon nicht mehr möglich, alle zufriedenzustellen, weil die einen sagen, ja, hier, Safe States, weil sonst ist das viel zu lame. Und die anderen sagen, ja, hier, nee, bitte, bitte, keine Safe States, nee, andersrum. Die einen sagen, bitte keine Safe States, sonst ist das viel zu lame. Und die anderen sagen, Safe States, weil sonst dauert es alles ewig. Also ja, es ist, ihr merkt es, ich kann nicht alle gleichzeitig zufriedenstellen, weil das eine, Die Zufriedenstellung des einen ist automatisch die Unzufriedenstellung des anderen. Insofern muss ich hier einfach diktaturtechnisch entscheiden. Ich bin hier der Kanalinhaber und ich möchte im Moment noch mit Safe States spielen. Ohne Safe States spielen. So, das war der Punkt. Allein, weil es halt auch, es ist spielbar ohne Safe States, es geht und alles andere. Ich weiß, gerade für eine Videoform, es wäre vielleicht als Stream besser ohne Safe States. Verstehe die Gedanken vollkommen, verstehe das alles. Aber mein Ehrgeiz ist aktuell einfach noch auf ohne Safe States getrimmt. Vielleicht gibt es dann halt in diesem Part nur dieses Level, ne? Das ist natürlich möglich. So. So, wie ging das jetzt hier weiter? Das haben wir noch nicht gesehen. Okay. Da muss ich dann irgendwie da hoch zu der Feuerblume und dann gucken wir, wie es weitergeht. Also da war ich letztes Mal auch noch nicht. Das haben wir nur kurz gesehen. Wirklich aktiv spielen konnte ich es noch nicht. Wir ernähren uns mühsam. So. Ja, und je mehr halt dann sagen, spiel bitte wieder mit Safe States, dann ist klar, ne? Umso eher werde ich wieder wechseln, weil ich dann ja das Gefühl habe, in dem Moment, wo ich zu lange brauche, habe ich dann automatisch schon das Gefühl, ah, jetzt steigt der Unmut vor dem Bildschirm.
Und das will man dann ja nicht. So. Was jetzt nicht heißt, dass ich mich automatisch nach der Mehrheit richte, aber... ja. In gewissen Dingen kann ich mich nicht nach der Mehrheit richten, weil es einfach Dinge gibt, die ich nicht möchte. So. Ach, komm schon. Nein. Ich bin sicher, nach dem Abschnitt mit der Feuerblume, die ja da unten kommt, ich bin sicher, nach dem Abschnitt mit der Feuerblume kommt dann auch der Midway Point. Bin ich mir ziemlich sicher. Was halt schön... okay. Was halt schön wäre, wäre, wenn man jetzt immer da hinten runter, also dahin kommt, wo man das letzte Mal gestorben ist und nicht Dinge nochmal spielen muss, die man schon mehrmals geschafft hat. Aber das ist immer... ah, dieser Shelljump ist halt kritisch. Dieser Shelljump ist halt kritisch. Der ist und bleibt kritisch. Der ist und bleibt leider kritisch. Der wird auch nicht einfach, hier öffentlich mache. Also ich kriege kein Gefühl dafür, wie ich die Shell werfen muss. Leider. Also bisher nicht. Vielleicht kriege ich noch eins. Man weiß es nicht. Oh Gott, das war die völlig ver... so schon mal nicht. So schon mal nicht. Nein, ich bin dumm. Wieso... Mann. Wieso habe ich jetzt einen Spin-Jump draus gemacht? Yes! So. Nein! So. Also, was ich mir merken muss, wenn ich dann an der einen Stelle runterfalle, dann ist da so ein Koopa und dann muss ich da die Sprungtaste gedrückt halten, dass ich da hoch zur Feuerblume komme. Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Nein, zu wenig. Ah! Zu wenig. Ich meine, stellt euch vor, man würde das halt als normales Spiel spielen. Dann hast du auch keine Saves. Na, ich weiß, dass ich die sehr oft früher benutze. Also, das heißt früher, ich werde die auch weiterhin oft benutzen. Gar keine Frage. Aber im Moment... ist mir das Spiel zu machbar, als dass ich sage, hier, Save States. So. Jetzt haben wir da wieder, keine Ahnung, 6 Minuten drüber geredet. Das heißt, wir, ich. Ihr habt zugehört und entweder zustimmend genickt oder ablehnend den Kopf geschüttelt. Das sind die zwei Möglichkeiten. Nee, ihr könnt eigentlich auch einfach nichts gemacht haben. Das geht auch noch. Das wäre auch möglich. Oder ihr habt weder ablehnend noch zustimmend einfach mit den Schultern gezuckt. Das ist auch noch denkbar. So. Dum, dum, dum. Haben wir eigentlich ja, ein Bild? Ich musste kurz gucken, weil ich letztens wieder nur eine Einstellung geändert habe und dann war das Bild weg, aber Bild ist wieder da. Okay. Ist auch immer gut, das so 10 Minuten nach Beginn der Aufnahme zu prüfen. Okay, so lang. Kriege ich ein Gefühl. So viel zum Gefühl. Ah,
Oh, das war knapp, aber es hat funktioniert. Ja, nice. So, und jetzt zack. Zack. Midway Point. Komm schon. Yes. Oh, God dang it. Nice. Woo. Oh, oh, ich verstehe. Das ist cool. Okay. Ich muss jetzt also da drüben so lange aushalten, bis die Pflanze... Ah, bis die Pflanze da runterkommt. Damit ich die auch wieder nutzen. Okay. Oh. Aber wie geht's dann weiter? Ah, doch, ja, ich sehe es. Der Block fährt dann da durch. Oh mein Gott, der Block fährt dann da durch. Oh Gott, okay. Ah, nee, da hat es weggefressen. Okay, dahin. Okay, da kommt dann die Blume. Hui! Gut, wir haben ein Stück geschafft. Wir haben ein Stück geschafft. Und bisher war es ja oft so, dass der zweite Abschnitt zwar schwieriger war, aber kürzer. Mal gucken. Mal gucken, was uns so erwartet. Und ich finde, man merkt so einen... Man spürt das Level halt erst wirklich so richtig, wenn man ohne States spielt. Wenn ich jetzt nach jedem Abschnitt gleich einen State setze, dann fühlt man das nicht so richtig. Ich meine, ja, ich habe das bei vielen Hacks gemacht, so, weil ich ungeduldig bin, aber... Im Moment, ich will den Hack richtig fühlen. Okay, da muss ich nach... Das wusste ich nicht. Da muss ich nach links schießen und dann nach rechts springen. Aber auch das wieder. Diesen Zusammenhang, das alles, das... Ja, also keine Ahnung. Ich will... Aktuell bin ich wirklich noch sehr auf... Probier's ohne States. Allein, es spielt sich halt auch so, oh Mist. Es spielt sich halt auch so extremst gut einfach. Es ist so gut gebaut. Nein! Aber wenn es irgendwas gibt, sobald ich das Gefühl habe, es ist zu schwierig, dann mache ich ja States. Also, ne? Wie halt jetzt zum Beispiel bei dem Level mit den Shells, die ich spawnen konnte. So, das... Und ich könnte mir auch denken, dass das Level mit dem Pi-Ballon, dass das was ist für States. Also, natürlich behalte ich mir vor, auch States zu nutzen, um Gottes Willen. Counter unter diesem Part. Conan führt wieder Monolog über Save States. Sehe den Kommentar schon vor mir. Du darfst ihn jetzt trotzdem schreiben, lieber Counter. Solltest du den Part gucken? Ist natürlich immer suboptimal, wenn man eine Person anspricht und dann guckt ihr den Part einfach nicht. Aber hey. So. Ich gehe mal davon aus, dass er ihn gucken wird. Grüße gehen an der Stelle raus an alle, die schon unter den Parts kommentiert haben. Ich glaube, Twakes, Rasierer, Counter, Sylaikan, wer noch so alles? Keine Ahnung. Nein, 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 okay, ich brauche die Blume safe noch. Aber dafür auch das wieder, es sind so, ne, diese Indikatoren sind so nett mit Rot, wo man Feuerblume schießen muss. Das sind alles so Sachen, weshalb ich halt sage, der Hack hat es... Irgendwo verdient, dass man ihn richtig spielt. Weil der Hack gibt einem schon so viele Hilfen und Möglichkeiten und Dings und dann kann man es doch auch mal versuchen, wirklich richtig zu spielen. So.
Nein, da... Okay. Einfach nur nach rechts drücken reicht nicht. Gut zu wissen. Oh, ich muss mich kurz kratzen. So. Aber ich glaube auch hier wieder, dass der zweite Abschnitt kürzer sein wird. Ich habe das irgendwie so im Gefühl. Mist. Nein. Weil es doch deutlich schwieriger und mehr auf einmal ist, was man beachten muss. Ich denke schon, dass der kürzer sein wird. Na, ah, der Wechsel zwischen den Screens ist noch was, wo ich mir echt schwer tue. Der Wechsel zwischen den Screens, da tue ich mir echt noch schwer, das abzuschätzen. Das finde ich ganz schwierig. Das richtig abzuschätzen, wie ich dahin muss. Aber naja. Ja, genau so. Genau das meine ich. Ja, was willst du machen? Wow, okay, das könnte knapp werden. Gerade so. Nein, Mann! Ich habe den Fehler am Anfang nicht gemacht. Wieso mache ich ihn denn jetzt? Das erste Mal kommt man durch und dann nicht mehr. Ich verstehe das nicht. Jetzt nie verstehen. Ich werde jetzt nie verstehen. Ah! Oh! Nein, wieso habe ich jetzt den... Nein. Mist. Na. Come on. Dude. So. Nein, ich da. Oh, ich dachte schon, ich hab's versaut. Ich hatte jetzt gerade Angst, dass ich zu hoch springe. Okay. Ich hab wieder nicht getroffen, aber wie geht's jetzt weiter? Ah, da muss... Wett? Ach nee, da muss ich nach rechts dann wieder. Uiuiuiui, okay. Also ich muss noch üben, diese Pflanze zu treffen, dass ich die Blume behalten kann. Und dann muss ich an der Stelle nach rechts weiter. Oh Gott, 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 oh Gott. Okay. 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 Sehr schön. Erst hier schießen. Okay, verstanden. Hier schießen. Ah, nee, und dann zurück. Ich gehe dann nur zum Schießen hin. Und dann springe ich wieder zurück. Okay. Sheesh. Ich gehe dann nur zum Schießen hin und... Oh. Ich gehe da nur zum Schießen und dann springe ich wieder zurück. Okay, okay, okay. Dann machen wir das so. Sehr schön. Nein, 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 nein. Wie oft will ich noch in dieser Lücke landen? Hm.
Mann, oh, da, wenn eine Sache nicht passt, funktioniert es nicht mehr. Es muss alles passen. Gut. Oh, es wäre so schön, wenn man es schaffen könnte, einfach mit Schwung auf der mittleren Plattform. Nee, es geht nicht. Man kann nicht mit Schwung auf der mittleren Plattform. Also man muss schon beim ersten Sprung, muss man schon regulieren. Hilft leider nicht. Oh. Das macht die Stelle halt nicht einfacher. Mann! Okay. Okay. Gut. Weiter. 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 Okay. Jetzt warten. Jetzt schieben. Nein! Bisschen mehr nach links. Rechts. Das war wieder. Das war wieder. Man muss wirklich. Also jeder Millimeter zählt. Springst du ein bisschen zu weit von drüben ab oder so, dann erwischst du die Pflanze schon nicht mehr. Das ist so kritisch. Okay, so. Nein, das war wieder. Vorhin war es zu wenig, jetzt war es zu weit. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. So. Aber wir kommen jetzt schon recht oft hier runter. Finde ich ganz gut. Einfach wirklich den Münzen folgen. Okay, sehr schön. Hier schießen. Zurück. Scheiße, das war bestimmt schlecht. Ich brauche bestimmt den Pilz noch. Da ist das Ziel. Da ist das Ziel. Ich sag's doch. Der zweite Abschnitt ist kürzer. Es ist immer das gleiche Muster. Schwieriger, aber kürzer. Da ist das Ziel. Wir haben's. Wir haben's. Wir haben's. Wir haben's. Ich hätte nur noch den Pilz behalten müssen. Wir haben's geschafft. Ich muss es nur noch durchziehen. Wir haben's. Wir haben's. Wir haben's. Wir haben's. Wir haben's. Wir haben's. Ich muss es nur noch durchziehen. Okay. Cool. Das, also das ist praktisch das letzte Hindernis. Mit der Blume noch durch diesen Abschnitt durchkommen. Sinnvoll zurückkommen. Ich hätte jetzt nur den Manche nicht treffen dürfen. Dann wären wir happy gewesen. Das war alles. Das war alles. Der Manche, den ich getroffen habe, hat's beendet. Nein, wieder. Okay, aber wir schaffen's. Wir schaffen's. Das ist nicht so, das ist nicht schwierig. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Passt. Oh yes. Nice. Sehr nice. Es ist immer so gut zu wissen, wenn es zu Ende ist, das Level. Ne? So dieses Gefühl, man hat jetzt alles gesehen, es kommt nichts Schlimmes mehr. Man muss es nur noch schaffen. Das ist so gut. Vor allem, wenn man weiß, es ist halt machbar. Dann ist es vor allem gut. Dann ist es vor allem gut. Wenn man weiß, es ist machbar, es ist nur noch sozusagen eine Frage der Zeit. Und nicht, man steht vor 3 Millionen Rätseln und weiß nicht, wie es weitergeht und das ist dann immer nicht so gut. Oh, ich liebe das in dem Moment, wo man das Ziel sieht. Einfach zu wissen, hey, du wirst es noch beenden, das Level. Du wirst nicht jetzt noch eine Stunde hier dran sitzen, weil noch ganz viel kommt, sondern es ist wieder genauso fair wie bisher. Und du schaffst es auch. Und du hast wieder mal deine Save States schön ausgelassen. Um hier auf den Anfangs, auf das Anfangsthema zurückzukommen. Denn wenn das jetzt, keine Ahnung, dreimal so lang wäre, dann würde ich wahrscheinlich schon irgendwann Save States ansetzen, weil dann habe ich halt auch das Gefühl, ich schaff's nicht. Aber solange ich das Gefühl habe, ich könnte es schaffen, bleiben sie aus. Da bleiben die einfach aus. So ein Ding ist das. So, jetzt komm, komm. Yes! That's it! That's it! Rein da! Abflug! Nice! Schön! Sehr, sehr schön. Okay. Gut.
Dann haben wir hier Tide Pond Challenge. Wir können reingucken. Ich schätze, wir werden es jetzt nicht mehr schaffen. 5 Minuten haben wir noch, aber wir können reingucken. Und speichern, ganz wichtig. Ganz wichtig, speichern. So, was ist hier los? Okay, ich kann schon mal die Midway-Box, Midway-Box. The tide here is very strong. Follow it and you'll be fine. Coins. Blue slowdown, red speed up. Okay. Also the tide is high, sozusagen. Okay. Das könnte interessant werden. Hier muss ich slowdown machen, damit es passt. Und dann da muss ich wieder Gas geben. Okay. Ich hab's verstanden. Na, wenn man dagegen drückt, dann hat man Slowdown. Wenn das mit den Münzen jetzt wirklich cool ist, dann... Ja. Okay, am Anfang am besten einfach gar nichts machen. Und dann hier Slow... Okay. Slowdown. Und dann da wieder Speed Up. Okay. Zu langsam. Ach Mist, wie haben wir das gerade gemacht, hä? Nicht dumm. Vielleicht schaffen wir es ja bis zum Midway Point in dem Part. Das ist ja doch zumindest schon mal was. Ups, zu hoch. Und hier Gas geben. Ah ja, verstehe. Die Musik ist auch wieder, ne? Ah, oh, so schön alles. Selbst ein Wasserlevel wird dadurch schön. Mein Wasserlevel können cool sein, wenn man sie richtig... Oh mein Gott! Wenn man sie richtig einsetzt. Da muss ich aber ordentlich slowdownen dann da drüben wieder. Okay, und dann wieder hoch. Mhm. Mhm. Okay, gut, 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 gut. Langsam. Oh, okay, da komme ich durch, da komme ich durch. Sehr schön. Das ist schon wieder Fortschritt. Na, das ist schon wieder Fortschritt. Wir wissen schon wieder ein Stückchen mehr, wie es geht. Solange man sich eben wirklich dran hält, scheinen die Sachen auch wirklich gut zu funktionieren. Sobald man sich nicht mehr dran hält, klappt es nicht mehr. Okay, nein. Ah, fast. Fast, fast, fast. Hoch, hoch, hoch. Okay, da muss ich nach oben drücken. Nice. Jetzt hochdrücken. Ja, perfekt. Und jetzt da schön durch die Mitte durch. Nice. Dann hier festhalten. Und dann hier festhalten. Oh, zu langsam. Okay. Aber habe ich nicht verstanden. Deswegen... Also, ich habe es beim ersten Mal nicht verstanden. Jetzt weiß ich es. Ich muss da dann rüber und runter klettern. Bevor das Ding unten ankommt. Oh, ist das gut. Das Level-Design von Sweet Dude, ne? So, hier, zack und runter nämlich. So ein Ding ist das. Nein, nein, wir haben den Midway Point verpasst. Okay, aber der ist ja super einfach zu erreichen. Der ist ja super einfach zu erreichen. Oh mein Gott. Ah, da hätte ich Slowdown machen müssen. Okay, aber gut, kriegen wir hin den Midway Point? Dann kriegen wir den auf jeden Fall noch in dem Part. Wir kamen auch schon ein ganzes Stück nach dem Midway Point weiter, muss ich gestehen. Es spielt sich so gut! Ich kann es nur immer wieder sagen. Ich kann es nur immer wieder sagen. Nein, zu bald.
Ah, war ich zu schnell dort. Muss ein bisschen langsamer ankommen. Das müsste passen. Ja. Ich dachte, ich halte mich fest, aber scheinbar bin ich noch ein bisschen nach drüben gerutscht. Ah. Huch, wo wollte ich denn hin? Hallo? Hilfe? Optimal. Optimal. Ah, und jetzt runter. Jetzt schön den Midway Point mitnehmen. Sehr gut. Perfekt. Okay. Ist ein bisschen schwierig, an der Stelle wieder reinzukommen, aber es kriegt man hin. Jetzt kommt ihr wieder. Jetzt kommt ihr wieder dazu. Sehr gut. Schön runter und dann einfach durch. Da habe ich jetzt den Slowdown wieder vergessen. Ja, ich muss auf die Farbe von den Münzen achten. Das ist halt das, was ich meine. Das sind so nette Sachen. Und solange der sich so viel Gedanken macht, wie man das wirklich angenehm spielbar gestalten kann, solange habe ich einfach auch ein schlechtes Gewissen, States zu machen. In welchen Leveln habe ich bisher gestatet? Ich habe im ersten, in diesem Aufstieg, in diesem Lava-Dings, Schornsteinaufstieg, da genau, in dem Schornstein habe ich gestatet. Das waren States. Dann das Level mit den, mit den Dings, mit den. Ihr weißt es schon. Oh, das war. Nee! Stopp, den will ich. Wait, wie komme ich denn da ran? Also ich lasse mich jetzt umbringen, aber den will ich. Da muss ich dann schnell nach oben, dass ich den mitnehme wahrscheinlich. Okay. Aber das Level ist ja super easy. Ich meine, schaut euch an, wie schnell wir dieses Level geschafft haben. Der Mond wird jetzt das Schwierigste. Der Mond wird jetzt einfach das Schwierigste. Ich fand es jetzt nur fies, dass man den halt, also dass man halt das Level beendet, nachdem man den Mond sieht, sozusagen. Und dann muss man alles von vorne spielen. Es wäre jetzt nicht schlimm, das von vorne zu spielen. Das war ja wirklich schnell. Aber dann bringe ich mich doch lieber kurz um und habe statt halt ab dem Midway Point. Genau, also wir haben dieses Schornstein-Level. Dieses Schornstein-Level gespielt mit States. Soll ich das nochmal ohne probieren eigentlich? Ich denke, ich könnte mal fast irgendwann nochmal machen. Dann halt das, wo ich auf jeden Fall nicht von meinem Stating abweiche, ist das. So, jetzt weiß ich ja, wohin ich. F. Ich wollte gerade sagen, jetzt weiß ich ja, wohin ich muss, aber. Hä? Hoppala. Die Hitbox war komisch. Kam mir zumindest komisch vor. I don't know. Ach, komm. Ich will doch nur zu meinem Mond. Level haben wir doch schon geschafft. Ich will doch nur zu meinem Mond noch. Alles für den Mond. So, jetzt unten lang. Hoch, 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 hoch. Nicht zu. Nicht zu hoch. Nein! Also bis 40 Minuten hätte ich das gerne hier. Hätte nicht gedacht, dass wir das ganze Level noch schaffen, aber hey, wenn es so kurz ist und machbar, dann ist das doch schön. Habe ich nichts dagegen. Gar nichts. Habe ich da dagegen. So, jetzt unten lang.
Ich will halt nicht zu weit nach oben. Ein bisschen muss ich scheinbar richtig nach oben schwimmen. An der Stelle. Ein bisschen muss ich da richtig nach oben schwimmen. Na gut. Ach komm! Jetzt bin ich ungeduldig. Jetzt bin ich ungeduldig. Weil ich doch nur noch zum Mond will. Das Level schließen wir ja easy ab. Oh, das war echt. Ich muss erst ruhig. Ich muss erst schnell. Erst schnell, dann langsam. Sonst funktioniert's nicht. Ah, nee! Ach, komm. Ach, komm! Nein, zu hoch. Nein. Nein. Achso, und die andere Möglichkeit ist natürlich, wenn einem das alles zu lange dauert, doppelte Geschwindigkeit oder zumindest 1,5-fache Geschwindigkeit. Na, also man hat ja wirklich ganz viele Möglichkeiten. Wenn einem hier etwas zu lange dauert, kann man ja Speed up und los geht's. So, jetzt aber. Wie komme ich an den Mond? No! Ah, das ist doch scheiße. Mann! Ich will es nur mal kurz testen. Was muss ich tun, um daran zu... Okay, das ist zu hoch. Ja, komm. Irgendwie so. Also, ich muss gar nicht ganz oben durch, weil ich... Es zieht mich noch so nach oben weg. Es zieht mich noch richtig so nach oben weg irgendwie. An der einen Stelle. Irgendwie muss ich da also dann... Oh, oh, das könnte knapp werden. Die kommen zu mir. Ja, das war... Das war tatsächlich dann zu knapp. Interessant. Ach. Ups. Na, oh, jetzt, der Anfang. Ich bin bei dem Anfang so ungeduldig. I'm sorry. Ich bin zu meinem Mond. Mehr will ich doch gar nicht mehr. Ich will doch nur zu meinem Mond, Manu. So, unten, oben. No! So. Schnell. Langsam. Unten, oben. Yes, es geht doch. Was eine Geburt mit dem Mond, ey. Was eine Geburt mit dem Mond. Mano, Manometer. Gut. Prima. So, haben wir Mond. Kann man hier gleich noch das nächste Secret aufbauen. Da, di, da, di, da, du, du, du. Oh. Ich wollte dann doch eigentlich gerne mit der Shell weiterspielen. Oh, das ist jetzt ein so... Oh, das ist jetzt so ein Sprung. Da muss jetzt erstmal drin landen. Nein, nicht oben! Nicht oben wieder raus! Mario, bitte. Boon. Du bist ja gar nicht Mario. Nein! Schwierigen Teil geschafft und dann unten versagt. Okay, so. Was haben wir jetzt hier? Did you finish Sweet Dude's Blue and Orange Line Tutorial? Hä? Ist es nicht das hier? Also, weist mich das einfach auf noch einen Mond hin, der da am Ende ist? Aber Blue and Orange Line Tutorial?
Ich glaube, das Level hatten wir einfach auch noch gar nicht. Ich glaube, da gibt es dann irgendein Level mit blauen und orangen Linien. Okay. Also haben wir bisher nicht getan. Nein. Haben wir bisher nicht getan. Gab es bisher auch, glaube ich, nicht, ne? Nee. Nee, gab es bisher auch nicht. Okay. Gut. Aber so langsam vervollständigt sich hier die erste Welt. Wir waren jetzt ja hier oben. Genau, den Weg sind wir jetzt gegangen. Das heißt, das nächste Level ist dann dieses hier. Friendship is Magic. Okay. Ah, ich glaube, ich weiß, welches das ist. Ich glaube, das ist eins, woran ich mich erinnern kann. Werden wir nächstes Mal sehen. Danke fürs Zuschauen und tschüss.